Hey Leute, da bin ich mal wieder, yo. Und es geht sofort weiter mit den Gameplay-Parts. Und wie ihr sehen könnt, ich bin im Startscreen von Left 4 Dead 2. Und das wollte ich euch jetzt mal ein bisschen näher bringen. Euch ein bisschen Ingame-Material zeigen, euch ein bisschen was darüber erzählen und ja. Das Problem ist jetzt ganz einfach, ich hatte eigentlich andere Spiele erst im Sinn, die ich machen wollte, wie zum Beispiel Devil May Cry 4 oder Street Fighter 4 oder andere Spiele. Und das Problem ist, die spiele ich halt mit meinem Gamepad und ich musste gerade mit Schrecken feststellen, dass mein Adapter für meinen Controller im Arsch ist, wenn man so sagen will. Und deshalb muss ich die Idee jetzt gerade wohl verwerfen, aber dafür zeige ich euch jetzt halt Left 4 Dead 2. Und wir gehen sofort einfach mal in ein Game. Suchen wir nochmal. Nehmen wir mal Sumpffieber normal. Ah, da sind wir sogar schon direkt in einem drin. Mit zwei Bots noch, aber egal. Und wer Left 4 Dead 1 gespielt hat, der wird hier auch seinen Spaß finden, denn es ist doppelt so gut. Versteht ihr? Left 4 Dead 2, es ist doppelt so gut. Okay, gut, der war flach. Naja, okay Leute, ich weiß, der war stumpf. Nee, also das Spiel hat einiges zu bieten, vor allem für die Leute, die auf Teamplay ihren Wert setzen, hat das Spiel ziemlich viel zu bieten. Auf jeden Fall, es hat sehr viel mit Teamwork zu tun, also man muss sich wirklich gegenseitig helfen, weil es schon schwierig ist. Weil es wirklich ziemlich schwierig ist zu überleben, wenn man einfach nur losrusht. Let's get on the boat. Und ich bin jetzt halt gerade mitten in der Kampagne noch reingejoint. Wir haben hier noch zwei Bots dabei und einen anderen Spieler. Ansonsten, ich glaube, das ist ein bisschen zu laut für euch. Ich mach's mal. No indoor plumbing. I figured out how to stop going to the bathroom. So. Okay, es dürfte etwas leise sein. Auf jeden Fall, es gibt halt, wie ihr sehen könnt, vier neue Charaktere in den in Left 4 Dead 2. Es gibt neue Waffen, es gibt viele neue Zombies, neue Ausrüstungsgegenstände und so weiter, viele neue Modi. Und es ist einfach ziemlich gut geworden. Vor allem gefällt mir das Feature mit den Nackenwaffen. Also ich habe dieses Spiel. Ich habe dieses Spiel ziemlich aktiv damals gespielt, als es rauskam. Ich habe es auch natürlich original. Und wir hören Musik für einen Tank. Also so ziemlich eins der miesesten Viecher im Spiel. Das ist ein ziemlich dicker, hässlicher Zombie, der da gerade links auf uns zukommt. Wir haben halt mit rechts auch noch einen Kolbenschlag, um den Gegner zurückstoßen können. Sofern es nicht hier ein dicker Tank ist. Autsch, autsch, autsch. Und er läuft rückwärts auf uns zu. Und scheint so, als wäre mein Mate ein totaler Noob. Weil er mir einfach nicht hilft. Scheiße, Mann. Ah! Kacke! Also, ich hab das Spiel echt lange nicht mehr gespielt und ich bin auch ziemlich eingerostet, scheint mir. Ich werfe eine Pipe-Bomb. Also das ist eine Bombe mit so einem Zeitzünder und alle Zombies reagieren ziemlich lustig darauf zu leiten. Sie rennen alle dahin, greifen das Teil an und... Oh, ein Jockey. Das ist einer der Special-Zombies, einer der neuen sogar. Autsch. Den wollte ich jetzt gerade voll stylisch umhauen, aber es ging wohl nicht. So schaut er aus. Aber er verschwindet, weil ich nicht die Antiperson besitze. Es ist, so dass halt verschiedene also es gibt ganz normale Zombies und es gibt Special Zombies. Und diese Special Zombies, die haben halt Spezialfähigkeiten. Zum Beispiel, es gibt einen Smoker, der einen mit seiner Zunge, über Hindernisse hinweg ziehen kann. Hört sich jetzt komisch an, ist aber so. Es gibt den Boomer, der alle Leute ankotzen kann und diese Kotze, die, zieht halt Zombies an. Und wenn er stirbt, explodiert er auch noch und macht nochmal so einen Kotzregen sozusagen. Und dann gibt es halt noch sowas wie einen Spitter, der kann Säure spucken, oder einen Hunter, der auf einen drauf springen kann und einen dann zerfetzt und so weiter und so fort.
Und wir sind jetzt gerade in Kampagne Swamp Fever und im Kampagnenmodus, also es gibt nur computergesteuerte Gegner. Und da hinten sehen wir einen Splitter und ich habe ihn nicht getötet. Ich bin jetzt gerade mit der Uzi, die ich aber nicht so gerne mag, deshalb nehme ich mir jetzt die Sniper. Und ich habe gerade ziemlich Noob-Mates, kann ich nicht so viel zeigen. Ich werde auf jeden Fall nochmal den Versus-Modus für euch anspielen. Das bedeutet, dass man dann gegen wirklich menschliche Feinde spielt, also dass man auch die Zombies spielen kann. Ich spiele jetzt gerade auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, was keine wirkliche Herausforderung darstellt. Sobald man aber auf Schwer oder sogar auf Experte ist wirklich unmöglich eigentlich zu schaffen, braucht man wirklich ein sehr, sehr gutes Team und redet auch über TeamSpeak oder Skype oder was auch immer miteinander. Kacke, Mann. Ah ne, das war... Ich höre gerade eine Witch. Ja, ich habe eine Machete gefunden. Da ist die Witch. Für die Nicht-Kenner unter euch. Eine Witch ist so ein heulendes Fieder, so ein Mega-Zombie. Man muss halt Licht ausmachen und darf die nicht aufschrecken. Oh mein Gott, er hat sie aufgeschreckt und er ist tot. Seht ihr, dieses Vieh one-hitted einfach nur. Scheiße, Säure. Also ich spiele jetzt gerade mit zwei Bots und Bots sind in diesem Spiel so dämlich, also die können einfach gar nicht. Sobald man nur einen Treffer abbekommt, teilen die einen sofort mit einem wichtigen Medikit, was man eigentlich immer behalten sollte, bis man wirklich im sogenannten Widescreen ist, also dass man beim nächsten Schlag tot ist. Oh, ein Hunter. Und den habe ich jetzt mal zurückgebasht mit meinem Kolbenschlag. Also es gibt wirklich einige Tricks, wie man sich durch die Level gut durchkämpfen kann. Wie gesagt, mit dem Kolbenschlag ankommende Gegner abwehren. Also wirklich auch Leute, die einen anspringen oder zum Beispiel auch Zungen vom Smoke abschießen und so weiter. Und wir sind jetzt im Safe House. Na, komm rein, du Schlampe.